Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X, Leute. Ja, für mich war es jetzt eine etwas längere Aufnahmepause. Aber dennoch mache ich jetzt wieder weiter mit Final Fantasy X und ja, rede jetzt einfach mal mit Riku und gucken, was sie noch zu sagen hat. Ich hoffe, man hört meinen Fernsehsound nicht. You play Blitzball? Uh-huh. You know, you should go to Luca. Coffee? Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Ah. Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Uh-uh. Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh, and one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. So. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon mal gesagt habe, aber My Xanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place, that I could go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! Das hätte wohl man nicht machen sollen. Ja, ein Magen getrieben das ganze Schiff. Hm? Sie wollen wieder übers Deck. Der Typ hat Gasmaske wieder. Oh. Oh. Ist direkt unter uns. Er vor uns. Oh, die das, die Hand sich rausgeballt. Tja, das war's mal mit Tidus, oder? Oder etwa nicht? Sehr speichern. Nö. Ab jetzt ist auch diese dunkle, tempelige, steinige Phase vorbei, wie man jetzt schon sieht. Ist schon ein bisschen heller geworden, ein bisschen mehr. Meiner Meinung nach haben sie jetzt alle nicht Gasmasken auf. Na, ist er tot? Spiel ist vorbei, er ist tot. Ah nein, verdammt, ich war zu spät. Riku! Komm, wir brauchen Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Riku! Für nur noch Kairi. Blitzball! Er scheint sich sehr über diesen Blitzball zu freuen. Leute in gelben Anzügen fragen uns, ob bei uns alles okay ist. Oh. Stell dir mal vor, der wäre ihm genau in die Fresse geflogen. Dann ist mir schon auch nicht gefallen.
bevor ich zu den Leuten in Gelb gehe, kratze ich mich mal kurz am Kopf, aber da. Ja. Eine Schatztruhe. Zu der Lunar-Marke. Zu diesen Marken und Siegel. Kommen wir später noch eine Zeit. Ich aber, ich weiß nicht, ob ich es noch machen will. Aber erstmal rechts den Typen nehmen. Sieht aus wie sowas wie eine Uniform. Yo! Hiya! You wanna try that move one more time? Finally. Things were starting to look up. Ja, bist du diesmal auch. Da kannst du dich drauf einstellen. Alle freuen sich und sind immer nur bei uns, heißt nicht sowas Fallrückzieher. You know, amateur. Who you play for? Sanagan Views, Apes, Sanagan Views, was ist kommen? What team you say again? I meant forget that. I got too close to Sin and my head's all foggy like. So I don't know where this place is. Or even where I came from. Sin's toxin got to you. But you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Walker, coach and captain of the Besaid Oryx, brother. What? You hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Cool, können wir endlich was ordentlich zu essen. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Zanarkin was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines, run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the Machina cities. And Zanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago, just like you said. If you ask me, Sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me, though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that. It's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? But you from the Zanarkand Aves, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. So, vielleicht habe ich schon mal erwähnt, ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Aber während diesen Cutscenes, wenn sie irgendwie reden. Während diesen Cutscenes, wenn sie reden, möchte ich gerne, dass ihr mich nicht hört, dass ihr halt versteht, was sie sagen. Oh, ne, was für mich? Nicht gewechselt.
Paul Walker in unserem Team. Und ja, was sagst du, sein Status? 15, ist nicht ganz so stark wie Tidus, aber... ja. Ist auch ein guter Kämpfer, also, muss ich sagen. Oh, das war jetzt nicht so geplant. Okay. So, ja, vielleicht, meine Parts ging ja sonst immer nur, ja, so 10 Minuten normalerweise würde ich jetzt Schluss machen, aber ich lasse noch 5 Minuten länger laufen, also ich lasse nur so 15 Minuten laufen. Dauert zwar ein bisschen länger mit dem Hochladen, aber ja, ist einfach besser. So, Pause vorbei und wir werden jetzt mal loslaufen. Mal Walker ansehen. Also ungefähr 14, 15 Minuten lasse ich die jetzt auslaufen. Wenn wir zu Walker gehen und gucken, was er jetzt zu sagen hat an dieser ja, Schlucht. Der war gut. Ich mache jetzt auch schon gerade, ja, wie es jetzt weitergeht mit Walker und Tidus, ob wir noch was zu essen kriegen, das erfahren wir im nächsten Part. Wieder heißt Let's Play Final Fantasy 10 und bis dahin, haut rein, Leute.